Aufstellung genommen und somit könnte es losgehen von unserer Seite aus. Minitraber rennen heute hier zum Auftakt vom 16. April zu diesem Renntag und das Feld ist unterwegs. Erstes Band, da haben wir zwei Kandidaten, Dark Emotion und der kleine Sherry, beide hier deutlich vor dem restlichen Feld. Nachfolgergruppe mit einer jungen Stute. Also schon längst volljährig und darf in der Öffentlichkeit auch theoretisch rauchen und Bier trinken, wenn sie es denn wollte. Aber das scheint sie nicht zu tun, denn die ist hier auf dem Weg zu einem guten Abschneiden, vielleicht sogar zu einem Sieg, aber im Moment ist da noch Balou an der Spitze. Und das sieht gar nicht so schlecht aus für Balou. Hat hier gute drei Längen, Vorteil bis zu Dipsy, Balou, Paula Trottenberg, dahinter dann Dipsy mit Joel Marx, kommt nicht entscheidend näher, dritter Platz jetzt für die 6 für Gigolo und Josephine Koczicka. Vor Dark Emotion, aber mit all dem hat Balou nichts zu tun, ist jetzt im Ziel und gewinnt hier mit Paula Trottenberg. Zweiter Platz dann für Dipsy für die 8 mit Joel Marx, Rang 3 geht dann an Gigolo, Josephine Koczicka. Vierter Platz dann für Dark Emotion, einer der kleinsten, aber heute war er einer der größten, mit Jaden Marks, dann auf Rang 5 Dodo mit Alina Kulka. Sherry kommt dann mit Alina Kulka, 80 cm klein, der gute Sherry, aber ein Kämpferherz hat er und er gibt nicht auf und ist jetzt auch im Ziel. Weiter dann Cornelius mit Lara Braun. Und auch Ben ist im Ziel mit den Jungen. Alle jetzt schon startklar für die Siegerehrung, die stattfinden wird. Und das wird wie immer Deutschlands größter Minitraber-Fan und zugleich Tag geboren. Also euch beiden auch herzlichen Glückwunsch nachträglich von mir. Wir fangen an mit einer sehr eloquenten jungen Dame, das musste ich beim letzten Mal schon feststellen, habe ich mit Freude festgestellt. So, das ist die Josephine Koczicka. Josephine, heute wieder Dritter, bist du zufrieden? Ja, super, der ist gut gelaufen. Josephine, ich habe beim letzten Mal schon gemerkt, du bist richtig fit und auch, kannst dich auch gut ausdrücken. Wäre es denn für dich auch mal so ein Ziel, auch mal so ein Minitraber-Rennen zu kommentieren oder auch Interviews zu machen nach dem Rennen? Ich würde lieber mit den Großen anfangen. Okay, aber auch dann auch mal mit den anderen Kindern sprechen über die Ponys? Könnte ich dich da mal vielleicht mal irgendwann mal einbinden? Weiß ich noch nicht. Okay, du überlegst dir nochmal, ne? Okay, vielen Dank. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz für Nadine Koczicka. Joel, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Danke. Wie alt bist du denn geworden? 13. Lara ist auch 13 geworden? Ja. Heute Dipsy war heute wieder super. Ich habe Anfang einer Woche gedacht, ihr könntet den Balou noch packen, aber der hat ja mal wieder zugelegt. Ja, so ein bisschen. Ich war fast gut, ich war sehr nah dran und dann sitzt sie in den Moment runter und dann kann ich halt nicht mehr dran vorbei. Okay, da war der Schwung noch ein bisschen weg, ne? Kann man sagen. Aber trotzdem zufrieden mit Rang 2? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt schon eine alte Dame. Wie ist das so? Hast du was von der Dipsy gelernt oder Dipsy von dir? Ich habe sehr viel von Dipsy gelernt, aber ich habe ja noch ein bisschen was beigebracht. Super, ja, sehr tolles Team. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz von Joel Mark mit Dipsy. Herzlichen Applaus, bitte. So, jetzt kommen wir zur Siegerehrung. Paula, du musst jetzt zu mir kommen. Wir haben ja am Donnerstag schon drüber gesprochen. Wir wollten ja schon mal Interview üben. Ich hatte es ja schon so ein bisschen im Gefühl. Guck mal hier im Winner Circle, der Balou, der kennt das schon. Das ist ja, mein Onkel ist auch dabei. Die Bügel sind mittlerweile auch anmontiert. Paula, herzlichen Glückwunsch. Danke. Paula, am Donnerstag habt ihr beiden ja gebastelt und dann Onkel Jan jetzt und habt den Bügel mal ein bisschen kürzer gemacht. Warum habt ihr das gemacht? Damit ich halt Stück besser drankomme. Ihr habt ja auch so ein bisschen mehr Platz für den Balou geschaffen, ne? Ja. Kam der Balou denn sonst mit den Beinen schon so ein bisschen an den Bügeln? Ja. Und groß ist eigentlich für euch beide perfekt, ne? Müssen wir natürlich mal erklären. Erst hat dein Onkel das probiert mit den Schrauben und es hat nicht so gut geklappt. Du musstest dann hinter den Schraubenschlüssel in die Hand nehmen, stimmt das? Hey. Hallo. Okay, wir lassen es einfach mal dabei. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Das war jetzt dein erster Sieg, Paula? Ja. Super gemacht und ich glaube, ihr beide seid ein prima Team und da werden sicherlich noch einige Siege dazu kommen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Paula, fährst du da raus? So, jetzt können alle sich anschließen. Ich bedanke mich bei den Minis. Habe ich was vergessen? Habe ich doch schon gratuliert. Lara, Interviews magst du nicht, weiß ich. Ne? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Gleich geht's los mit dem ersten Rennen. Ich sage herzlichen Dank nochmal an die Minis, war toll mit euch und wir sehen uns bestimmt hier bald wieder. Nochmal. Heute 4. Platz, bislang beste Platzierung. Und wird immer besser, oder? Hast du prima gemacht. Und dann feierst du deinen Geburtstag dieses Jahr auch wieder bei den Minis. Okay, herzlichen Dank. Super, Jaden. Dann euch alles, kommt hier in den Stall und vielen Dank. Ja,